Hallo Freunde, willkommen in der Hedge World mal wieder. Ich freue mich heute bei so einem schönen Wetter noch mal rausfahren zu können. Ich habe jetzt genau noch 2 Tage Zeit, dann geht mein gutes Cabrio in den Winterschlaf. Das wollte ich jetzt auch noch mal verbinden mit einem Besuch, ihr werdet es nachher sehen, ein guter Lost Place. Lasst euch überraschen, bis gleich. So Freunde, wir sind jetzt da. Hier soll eine alte Kaserne sein, eine amerikanische Kaserne. Ja, jetzt müssen wir nur gucken, wie wir irgendwie da durchkommen. Ja, wird lustig. Erstmal durch den tiefen Wald. Was mich hier ein bisschen stört, ist, dass unglaublich viele Mücken hier sind. So, mal gucken, ob wir einen Eingang finden. Ja, also jede Menge, ihr seht's, schöne Pilze jetzt hier. Also für Pilzliebhaber wäre das hier was. Vielleicht finden wir auch irgendwo einen Eingang. Also zumindest mal ich finde einen Eingang und nehme euch mit. Das wäre cool. Ja, ich würde sagen, da geht's rein. So Freunde, wir sind jetzt drin. Die ersten Gebäude, ihr seht schon. Wie gesagt, das war eine alte verlassene Kaserne. Oder das ist eine alte verlassene Kaserne. Ihr seht's. Military Vehicle Only. Also hier durften nur Militärfahrzeuge parken. So, und dann gucken wir, ob wir da reinkommen. Wir sind im ersten Gebäude. So, lauter Stühle. Also hier konnte man sich irgendwas abholen. Das war... ob das für Schlüssel war oder Post. Auf der anderen Seite konnte man irgendwas reinschieben. Also von hier wurde irgendwas reingeschoben und drüben konnte man es empfangen nehmen. Da, ihr seht's. Und von der Seite konnte man das quasi rausnehmen. Das ist noch mit einem Code. Wenn ihr wisst, was das ist, ob das nur für Post, für Schlüssel, für Waffen, was weiß ich, was war. Wenn ihr wisst, für was es ist, schreibt das mal in die Kommentare. Der eine oder andere kennt das bestimmt. So. Ihr seht, hier ist alles leer. Da oben sind auch noch Häuser. So, dann gucken wir mal ein Stockwerk höher. Was da oben war. Ah, ich liebe diese abblätternde Farbe.
alles leer. Ich würde zwar gerne wissen, was hier oben gewesen ist. Ob das nur normale Büros waren. So, das war das erste Haus. Jetzt gucken wir mal ins nächste. Noch ein paar Häuser vor uns. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen. Da vorne ist noch eine andere Firma drin auf dem Gelände. So, das müsste hier ein normales Wohngebäude gewesen sein. Vermute ich ganz stark für die Soldaten. Schade, ist zu. Gehen wir mal außen rum. Ich finde nur noch einen Eingang. Da oben geht's hoch. Waschraum. Hier war der Waschraum. Gucken wir uns den Waschraum mal an. So, hier konnte man sich dann waschen. Ja, ganz einfach gehalten. Edelstahl. Da sind die Toiletten. Latrine. Ich würde sagen, gehen wir mal ins nächste. Da sehen wir noch ein paar Lichtschalter. Turn off when not needed, also wenn du es nicht brauchst, ausschalten. Ist ja heutzutage wichtig, auch Strom zu sparen. Ui. Hier hat wohl jemand Sport gemacht. Ach Gott. Durch das ein. Hier liegt noch echt viel Müll rum. Boah. Ihr seht's, das ist als Müllhalde hier. Gehen wir mal drüben rein. Das ist ja eine größere. Oh, ich sehe schon was. Das sieht aus wie eine Disco. Seht ihr die Kugel? Das war wohl mal eine Disco. Okay. Fußboden gibt es hier keinen mehr. Ich versuche mal den anderen Eingang zu finden. Da drüben war noch eine Tür offen. Vielleicht kommen wir da rein. So, gucken wir mal von hier aus. Also das war wohl die Kneipe, beziehungsweise das war wohl die Disco. Hier wurde wohl kräftig gefeiert, wenn man sich die Kugel da oben anguckt. Seht ihr es? Nicht schlecht. Ansonsten. Hier liegt halt viel rum. Das war wahrscheinlich die Bühne hier gerade.
ist nichts mehr. Jetzt stehe ich mitten auf der Bühne. Gibt es noch ein Plakat? Okay. Ach, ich würde gerne wissen, wie das hier früher war. Also die Soldaten sind ja nicht nur, Soldaten, es sind auch Menschen. Und auch die haben es verdient, Spaß zu haben. Und wenn man dann extra hier eine Disco eingebaut hat, war das mit Sicherheit toll. Ach, hier war die Küche. Weil von Küche sieht man jetzt auch nichts mehr. Viel, viel Müll. Aber man sieht schon die Abzugshaube. Das kann nur eine Küche gewesen sein. Es ist schade, dass man kein... Ah, hier steht noch 1987. Mal gucken, ob wir noch was finden, wo wir das Datum bestimmen können. Hier sind die Toiletten. Ach du Gott. Ach du meine Güte. Wow. Also hier wurde schon echt randaliert. Da ist die ganze Decke runtergekommen. Da gehe ich jetzt auch nicht weiter. Da oben stopft hier. Hier sind nochmal Toiletten. So, lass uns mal ins nächste Haus gehen. Muss hier mal echt aufpassen und gucken, dass nicht auf einmal die Security hier angefahren kommt. Das ist ein ganz komisches Gefühl, hier lang zu laufen. Es knackt an jeder Ecke. Wer das schon mal selbst erlebt hat, wenn es ein bisschen... Ihr habt das bestimmt selber schon erlebt, wenn irgendwas aufregend ist. Man hört ganz, ganz extrem jedes einzelne Geräusch. Hier knackt es und tut es und macht es. Aber das ist nicht schön. Ist alles bewachsen. Guck mal. Wir können vielleicht von hinten rein. Was war denn das? Das wird doch kein Pool gewesen sein, oder? Merkwürdig. So, wir gucken mal von hinten rein. Ich würde sagen, das sieht ziemlich stark nach Kantine aus. Hier gab es das Essen. Und das war die Essensausgabe. Ja. Und hier vorne müssten dann die Tische gestanden haben, wo die Leute dann essen konnten. Ja, es sieht gut aus hier. Kann man sich noch vorstellen, wie das mal hier war, dass hier die Leute zum Essen gekommen sind. Da drüben gab es das frische Essen. Echt tolle Sache. So, gucken wir, was da noch ist. So, das ist der Ausgang oder einer der drei Ausgänge, die es hier gibt. Da ist noch eine Tür. Ach so. Oh, hier war der Commander. Komm, lasst uns hier mal reingehen. So, das sieht nach Gefängnis aus. Das war wohl meine Zelle. Aber ich würde sagen,
Beim Commander sieht es nicht anders aus wie in den anderen Häusern. Es war nichts Besonderes, der Commander. So, ich würde sagen, wir gehen mal querfeldein. Da hinten sind noch Häuser, habe ich gesehen. Müssen wir gucken, wie wir da hinkommen. Da hinten. Und hier war mal ein Weg, wie es aussieht. Hier sind noch ein paar Treppenstufen. Da versuchen wir mal den offiziellen Weg zu gehen. Also heute ist es echt nicht warm, aber ich komme trotzdem ins Schwitzen. Jetzt ist die Frage, wo komme ich hier raus? Das scheint ein Verwaltungsgebäude zu sein. Gehen wir mal rein. Ja. Oh ja. Das war... Hier ist noch die Alarmanlage. Gespenstisch, so ein langer Gang. Aber es war auf jeden Fall Verwaltung. Schauen wir mal hier entlang. Ach, da macht sich wohl jemand gemütlich, ja. So, gucken wir weiter. Exit. So. Ich denke, die werden alle gleich sein, die Räume. Ich glaube, das waren Wohnungen. Noch einzelne Möbel steht hier. Bis jetzt, hoffentlich. Da steht's, warte. Da ist noch was zu erkennen. Ich hoffe, man sieht's. 1989. So alt ist der Schuh schon. Vielleicht sind das auch die Wohnungen für die Leute, die Dienst hatten.
ich mich erschrocken schon wieder. Guckt euch das an. Das liegt hier einfach so rum und erschreckt andere Menschen. Freunde, ich habe doch noch ein paar Dokumente gefunden. Freunde, ich habe uns gefunden von 1978. Also. Das war eine Fahrzeugbestellung von einem PKW, Mercedes-Benz oder Daimler-Benz von 1981. Typ 280 SE. Mit einer Zusatzvereinbarung noch, aber auf jeden Fall 1981. Ich glaube, hier hat es gebrannt. Da brauche ich jetzt nicht reingehen. Warum das allerdings da unten so mit der Plane abgedichtet wurde, verstehe ich nicht ganz. Weiß ich nicht, warum. Es wird aber schon seinen Grund haben. So, da drüben haben wir noch wie große Lagerhallen, sage ich mal. Gucken wir da auch noch mal rein. Der Hinweis nicht rauchen, aber das ist ja klar. Aber da oben war wahrscheinlich noch ein Büro. Ja. So, ich denke, die anderen werden genauso sein. Ja, Freunde, ich denke, ihr habt jetzt ein paar Eindrücke aus der Kaserne mitnehmen können. Ich bin hier noch nicht komplett durch. Da oben gibt es noch weitere Häuser, da hinten noch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr wisst, wie es geht. Lasst ein Like da, abonnieren und gerne auch kommentieren, wie es euch gefallen hat. Ich werde noch mal gucken, dass ich vielleicht noch ein bisschen mit der Drohne hier um das Gelände fliege. Und ansonsten macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.